Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Kick-Tipp-Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, Bundesliga steht an und ich bin schon ziemlich spät dran. Es ist schon Freitag 19.10 Uhr gerade. Und in einer Stunde und 20 Minuten, 20.30 findet auch schon das erste Spiel statt. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen dieses Mal mit Tippen. Aber jetzt schauen wir auf den 8. Spieltag zurück. Und da habe ich 11 Punkte geholt, was ganz in Ordnung war. 7-1 hat Frankfurt Düsseldorf abgefertigt, unter anderem. Hat mir 2 Punkte eingebracht. Ja, Dortmund 4-0 gegen Stuttgart gewonnen. Ebenfalls 2 Punkte dann das Unentschieden von Leverkusen gegen Hannover. 2-2 war auch. Ja, in Ordnung. 3 Punkte so mitbekommen. Augsburg-Leipzig nur 0-0. Ja, da habe ich keinen Punkt geholt. Dann Hoffenheim-Nürnberg. Da hat Hoffenheim gewonnen. War ich ein bisschen optimistisch tatsächlich für die Nürnberger, deswegen habe ich unentschieden getippt. Dann die Bayern gewinnen gegen Wolfsburg, das war auch, ja, 2 Punkte richtig. Dann Bremen 2-0 in Schalke gewonnen. So eine kleine Überraschung zumindest. Hertha nur ein 1-1 gegen Freiburg geschafft und Gladbach klarer Sieger mit 4-0 gegen Mainz. Das also da zum 8. Spieltag. Jetzt gibt es aber den 9. Spieltag. Heute Freiburg gegen Gladbach. Ja, Gladbach auf dem 2. Platz, Freiburg. Boah, ich weiß die Tabelle jetzt gar nicht auswendig. 13., 12., 13., auf jeden Fall ungefähr da, im unteren Mittelfeld. Ja, Freiburg-Gladbach, ich gehe hier nach Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir, dass Freiburg gewinnt zu Hause gegen Gladbach, weil dazu muss man auch sagen, Gladbach hat seit einigen Jahren nie in Freiburg was mitgenommen oder nur ein Unentschieden. Also das letzte Mal gewonnen haben sie vor keinen 10 Jahren ungefähr. Also die Bilanz spricht eigentlich sogar für Freiburg. Deshalb 2-1 und auch mein Bauchgefühl sagt mir, dass Gladbach diesen Spieltag patzt. Dann Hannover gegen Augsburg, auch schwierig zu tippen. Hannover-Augsburg, Hannover gut drauf. Ein Sieg, ein Unentschieden aus den letzten beiden Spielen. Ja, gegen Augsburg. Schwierig. Schwierig, Leute. Ich gehe hier auf ein 1-1 unentschieden. Punkteteilung. Also Mainz gegen Bayern. Das 3. Auswärtsspiel in Folge für den FC Bayern München. Nach Wolfsburg und Athen kommen jetzt auch noch Mainz hinzu. 3 Auswärtsspiele in Folge hat man lange nicht mehr gesehen von irgendeiner Mannschaft. Das lag halt damit zusammen. Champions League hatten 10 Auswärtsspiele. Dann Bundesliga, ja, zweimal auswärts hintereinander. Hatte ja jede Mannschaft mal in der Saison. Aber dafür dann auch eine Rückrunde zweimal heim hintereinander. Und ich finde, Bayern ist sowieso auswärts ein bisschen besser als zu Hause sogar. Und gegen Mainz wird es, denke ich, 2-0. Klare Geschichte. Dann Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg. Ja, die Düsseldorfer müssen unbedingt punkten. Die sind jetzt auch unten drin auf Platz 17, glaube ich. Wolfsburg ist, naja, auch nicht so gut drauf. Die sind auch in der unteren Tabellenhälfte. Schwierig zu tippen. Aber auch hier gehe ich aufs Bauchgefühl und sage knapper 1-0-Sieg für Düsseldorf. Aber die Verteidigung von Düsseldorf, ja, war gegen Frankfurt schlecht, muss man sagen. Aber Wolfsburg gefallen mir überhaupt nicht. Deshalb Düsseldorf 1-0. Die brauchen dringend Punkte. Eigentlich brauchen beide dringend Punkte, aber Düsseldorf noch ein bisschen dringender, wenn sie die Klasse halten wollen. Dann Borussia Dortmund, Hertha BSC Berlin. Ja, Dortmund rasiert die Liga, auch die Champions League kassieren sie 4-0, gewonnen gegen Atletico Madrid. Hertha auch gut reingestartet in die Saison, sind jetzt Fünfter. Fünfter müssen sie sein, ja, Bayern Vierter. Hertha müsste dann Fünfter sein. Oder Sechster. Ja, auch hier ganz klar, Dortmund macht das 3-1. Dann das Samstagabendspiel am Samstagnachmittag. Übrigens nur 4 Partien, was ich auch nicht so toll finde, aber das liegt mit der Europa League zusammen. Die dürfen am Samstag nicht spielen, wenn sie erst am Donnerstag gespielt haben. Hoffenheim, Stuttgart. Ja, Hoffenheim ein 3-3 gegen Lyon gemacht. Aber da hätte auch gut und gerne ein Sieg wäre drin gewesen. Zahlreiche Chancen vergeben und hinten, ja, die Verteidigung auch nicht so gut gestanden. Also ich sehe Hoffenheim tatsächlich nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Ja, Stuttgart jetzt verloren beim Debüt von Markus Weinzierl. Ich kann mir hier vorstellen, tatsächlich, dass Stuttgart was mitnimmt in Hoffenheim. Aber ein Sieg wird es nicht werden, 1-1 unentschieden.
Dann Nürnberg gegen Frankfurt. Ja, Samstag. Sonntag findet die Partie statt. Nürnberg-Frankfurt. Frankfurt aber momentan auch richtig gut drauf, hat den auch in der Europa League gewonnen mit 2-0 gegen Apollon Limassol aus Zypern. In der Liga 7-1 gegen Düsseldorf gewonnen, jetzt gleich gegen den nächsten Aufsteiger. Hier denke ich, macht es Frankfurt mit 3-1. Dann Leipzig-Schalke. Leipzig auf Platz 2, Schalke nur 16. Ja, Schalke müsste 16. sein eigentlich. Leipzig-Schalke. Und hier gehe ich auch wieder nach Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt mir unentschieden, 2-2. Dann Werder Bremen, Platz 3 sind die. Die ersten weiß ich auswendig, die ersten Plätze, aber im Mittelfeld weiß ich es nicht so genau. Leverkusen auch da, irgendwo im Mittelfeld dabei. Platz 13 oder Platz 14, auf jeden Fall auch da unten drin. Noch nicht unten drin, aber es kann passieren, wenn sie jetzt gegen Bremen verlieren. Und Bremen ist gut drauf, ja. Wer hätte gedacht, dass die jetzt auf Platz 3 stehen nach 8 Spieltagen. Und die Tabelle nach 8 Spieltagen ist schon ein Viertel der Saison gespielt. Müsst ihr euch auch mal vor Augen führen. Ein Viertel der Saison ist schon durch. Boah, schwierig zu sagen, Bremen, Leverkusen. Wenn Leverkusen eigentlich qualitativ besser ist. Aber Bremen steht besser da. Ich bin heute einfach mal... Ich gehe auf Bremen 1-0, Heimsieg. Ja, auch ein paar Tipps auf die Außenseite dabei. Hier unter anderem das Gladbach-Spiel und das Düsseldorf-Spiel. Muss man sich mal trauen, auch ein bisschen riskanter zu tippen. Freiburg-Gladbach 2-1, Hannover-Augsburg 1-1, Mainz-Bayern 0-2, Düsseldorf-Wolfsburg 1-0, Dortmund-Hertha 3-1, Hoffenheim-Stuttgart 1-1, Nürnberg-Frankfurt 1-3, Leipzig-Schalke 2-2, und Bremen-Leverkusen 1-0, also sehr riskante Tipps von mir. Aber das riskiere ich heute mal. Also ich meine, ich stehe auch ganz gut da auf dem 10. Platz. Ja, das ist schon eine ordentliche Leistung. Und abfallen kann man immer. Klar, wenn man mal einen schlechten Spieler hat. Aber ich sage mal, riskieren kann man es mal. Riskieren sollte man es auch mal. Und an diesem Spieltag bietet sich das dann, denke ich, auch ganz gut an. Und somit war es das auch, dann auch schon mit dem Video. Ich muss das Video nämlich jetzt auch noch gleich hochladen, damit ihr vor Start von Freiburg gegen Gladbach, dass ihr vor Start der Bundesligaspiele auf jeden Fall das Tippvideo habt. Also somit bis zum nächsten Mal und ciao.